Jo, was geht? Neues Video. Wir haben Tag 2 der Steinbruchtour. Wir sind schon seit 7 Uhr auf den Beinen, haben unseren alten Schlaf- und Grillplatz aufgeräumt, waren einkaufen, haben gefrühstückt. Das heißt, wir waren schon ziemlich produktiv, sind schon beim ersten Spot angekommen. Ja, sieht ganz geil aus. Hinten sieht man auch schön hohe Klippen. Müssen wir uns noch mal angucken. Aber sieht eigentlich ganz machbar aus. Klo ausgeschlafen? Nein. So sieht's auch aus. Hier an Spot Nummer 1 schon mal richtig dicke Klippen. Die Frage ist, ob es eine Gap gibt, werden wir natürlich noch abchecken. Einfach riesengroß. Eventuell eine Option für den Sommer, für warme Tage. Hier die Aussicht vom großen Spot. Leider eine dicke Gap. Ist leider zu groß. Noch dazu ist der Steinbruch gefroren. Hier können wir Sprünge vergessen. Aber ihr kennt es ja aus dem letzten Video. Hat nichts zu sagen. Wir haben noch einige Spots auf der Liste. Da wird sich mit Sicherheit noch ein guter finden. Spot Nummer 2. Die Klippen nicht ganz so hoch. Ich würde sagen maximal 12 Meter. Der beste Spot wäre da hinten aus seinem Garten, aber da kommen wir leider nicht hin. Deswegen gehen wir zum dritten Spot. An Spot Nummer 3 haben wir endlich was Springbares gefunden. Allzu hoch ist es nicht, aber ich würde sagen, eine lustige kleine Session wird schon werden. Deswegen werden wir unsere Sachen holen, uns umziehen und ja, ein bisschen springen. Stefan, anders motiviert, schon umgezogen? Ja, ich habe richtig Bock. Ich werde jetzt auch gleich abtauchen und dann ab dafür. Und Wassertemperatur? Und Wassertiefe, was sagst? Tief genug ist es. Heutige Session, nicht nur die Jungs vom letzten Mal. Wir haben heute Besuch. Heute mit dabei Matthias und Benedikt. Und seid ihr motiviert? Oh, doch. Ja. Klar, logisch. Bisschen kalt, oder? Ja, schon. Wie lange springt ihr denn schon von Klippen? Halbes Jahr, oder mehr. Knappes Jahr, ja. Ich muss sagen, unglaublich krass. Benedikt ist erst 7 Jahre und er hat einfach schon Motivation zum Klippenspringen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich denke allerdings, es würde ihm vielleicht schon arg kalt werden. Er hat keine Haube, er hat keine Handschuhe. Allzu viele Sprünge werden wir wahrscheinlich nicht sehen, aber unglaublich, dass er bei diesen Bedingungen mit uns springt. Wir haben höchstens 5 Grad, Wasser super kalt. Du hast dich ja jetzt abgekühlt, gell? Ist schon sehr, sehr kalt. Einen Sprung machst du trotzdem, oder? Ja. Dann viel Spaß. Super cool, super cool. Hey, jawohl. Respekt, wie war's? Gut. Aber ein bisschen kalt. Ja. Benedikt hat's vorgemacht, jetzt ist der Papa dran. Sprung von der oberen Klippe, was sehen wir? Mindestens dreifachen Flip und. Jawohl! Hat der Papa gut gemacht? Ja. Auch Respekt an dich fürs Springen. Und der Handschuh ist wirklich krass. Die Hände haben wir richtig gefroren jetzt. Aber sonst stehe ich auf kaltes Wasser, schockt. Sehr schön, gut gemacht, Jungs. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch umgezogen. Jetzt gibt's ein kleines Edit von der Session hier an der Klippe. Session hier ist beendet, wir sind umgezogen und ich würde sagen, wir sind ready für Spot Nummer 4. Wir sind am vierten Spot angekommen. Unglaublich schön. Kirche auf dem Steinbruch hatten wir auch nicht so oft. Nee, sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Sehr, sehr hoch noch dazu. Wir müssen natürlich wie immer erst die Begebenheiten abchecken. Bevor wir das machen, schauen wir noch auf die andere Seite rüber. Dort haben wir einen Rope Swing entdeckt und eventuell noch eine kleinere Klippe. Ob die springbar ist, wissen wir nicht. Deswegen laufen wir einmal um den See rum, checken das Ganze ab. Die großen Klippen haben sich als nicht so groß erwiesen. Es lohnt sich eigentlich nicht, hier reinzuspringen. Und auch der Rope Swing ist nicht wirklich beachtlich. Da es sich wahrscheinlich nicht lohnt, sich für den Rope Swing umzuziehen, werde ich es angezogen machen. Ich hoffe, ich komme wieder trocken an. Cool, oder? Wir haben es zur Kirche rauf geschafft, schon ein ganz schöner Fußmarsch gewesen, aber ja, die Aussicht, einfach der Hammer, sehr, sehr schön. Wir sind an der Absprungstelle, die sieht generell gut aus, keine Gap, schön flacher Absprung. Jetzt wird noch abgemessen, dafür habe ich ja, unser super Maßband mit einem Stock fixiert. Größer ging nicht.
20 Meter wird angezeigt, da das Maßband erst ab 50 cm losgeht. Heißt, wir haben 19,5 Meter. Das ist ein guter Sprung, schöne Höhe. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir mit dem Paddleboard von unserem Parkplatz aus hier rüber schwimmen, abtauchen, dass es tief genug ist. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Da die Strecke zur Landezone sehr, sehr weit zum Schwimmen wäre, war die Idee eigentlich mit dem Stand-Up-Paddle hinzufahren. Problem dabei ist nur, dass ich es vergessen habe. Props gehen raus an mich. Stattdessen machen wir es jetzt mit dem Donut. Für Stefan, der Safety machen wird, dass er einfach ein bisschen chillen kann, ein bisschen Pause hat. Und auch für den ersten, der gesprungen ist, dass der sich da ein bisschen ausruhen kann, bis der zweite gesprungen ist. Stefan und ich sind ready. Mission abtauchen kann losgehen. Taucherflossen sind auch am Start. Schwimmring ist da. Let's go. Wir haben die Wassertiefe abgecheckt. Nach ja, ca. 3-3,5 Metern kommen Algen. Allerdings, je weiter man nach hinten kommt, desto tiefer wird. Das heißt, wir müssen mit ein bisschen Schwung nach vorne rausspringen. Sollte allerdings möglich sein. Wie sieht's aus? Nervös? Aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Also ich habe mehr Respekt, ehrlich gesagt, vor der Kälte. Das war ja gestern auch schon mein Problem. Aber ich denke, heute geht was. Was für einen Sprung willst du machen? Wie immer, aus der Höhe in Gainer fühle ich mich am sichersten. Auerbach, sehr schön. Ich werde mich spontan entscheiden, weiß noch nicht genau, was kommt. Ihr werdet es ja sehen. Höchster Sprung des Jahres, würde ich sagen, gut runtergebracht. Flo hat gestartet, Auerbach sah gut aus. Hat gut funktioniert, bisschen gerudert, glaube ich, am Ende auch. Endhochphase war super, die 3,5 Meter, die beiden geschätzt haben, bin ich auf jeden Fall runtergekommen. Ich habe nichts berührt oder irgendwas, top. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Eintauchphase war top, bin auch richtig weit runter, also deutlich mehr als 3,5. Impact war gut, ich würde sagen, da kann man gut drauf aufbauen. Bin gespannt, was es ja noch bringt. Shoutout auch noch an dich hier fürs Safety machen. 10 Minuten in dem eiskalten Wasser da drin. Ich würde sagen, alles in allem voller Erfolg hier gewesen. Und abschließend gibt es noch einen kleinen Drohnenshot. Wird bestimmt gut aussehen. Wir sind am letzten Spot für heute angekommen. Er sieht zwar schön aus, ist allerdings jetzt nichts allzu Besonderes. Noch dazu sieht er nicht super tief aus. Hier wäre die beste und höchste Absprungstelle, aber von hier sieht man auch direkt wieder Algen und Pflanzen unter Wasser. Was haltet ihr von dem Spot? Also ich finde es hier ganz cool, aber an sich gibt es bessere Spots. Ja, dem schließe ich mich an. Ich wäre gerne gesprungen, ehrlich gesagt, weil es hier ehrlich ganz geil aussieht, aber ich habe keinen Bock in Algen zu droppen. Eine Sache gibt es hier noch. Es gibt wieder einen Rope Swing. Sieht wieder mal nicht so krass aus, deswegen werde ich ihn wieder angezogen machen. Hoffe, dass alles gut geht, dass ich trocken bleibe. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier was Krasses ziehen kann. Deswegen sparen wir uns das Ganze natürlich. War dennoch ein sehr, sehr produktiver, guter Tag, würde ich sagen. Schöne neue Spots entdeckt. Wir haben jetzt morgen den letzten Tag. Morgen meinte Philipp, dass er vielleicht noch vorbeischaut. Besucht uns. Deswegen schaltet wieder nächsten Freitag ein. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!